Jesus war ein hässliches Baby. Da sagte Josef, was für ein Scheiß. Maria, wenn die Leute dich fragen, ob ich der Vater sei, erzähl ihnen einfach, du wurdest vergewaltigt von dem Heiligen Geist. Jesus kam zu einem Fluss. Da stand Johannes der Täufer. Und da Jesus schwul war, dachte er sich, oh Mann, von diesem geilen Typ lass ich mich gerne mal beträufeln. Und für das, was ich hier sag, werde ich nicht nur belächelt, sondern vielleicht auch verklagt aufgrund des Paragraphs 166 Strafgesetzbuch. Jesus hatte viele Jünger. Sie kifften einmal in der Woche. Und als Jesus einmal zu viel bekommen hat, sagt er, ich glaube, ich bin der Sohn Gottes. Jesus stand so auf dem Judas. Ein Kuss hat ihm nicht gereicht. Darum sagte Jesus, Judas, du Luder, leg mich aufs Kreuz. Und für das, was ich hier sag, werde ich nicht nur belächelt, sondern vielleicht auch verklagt aufgrund des Paragraphs 166 Strafgesetzbuch. 166, 166. Liebes Christentum, ich bin so schwer enttäuscht. Predigt Nächstenliebe, ihr habt gepredigt unterm Hakenkreuz. Die Aufklärung hat die Welt erleuchtet und ihr habt Menschen verbrannt. Ihr wollt eine bessere Welt. Fangt bei euch an, 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 fangt bei euch an. Wenn vergewaltigte Frauen ihr Kind gebären sollen, dann steckt ihr dahinter. Wenn homosexuelle Menschen Sex mit Schuldgefühlen haben, dann steckt ihr dahinter. Wenn Menschen ihr Leid akzeptieren als Strafe Gottes deklarieren, dann steckt ihr dahinter. Und kommt einer mal an und will, dass wirklich was passiert, dann steht ihr nicht dahinter. Und für das, was ich hier sag, wird man euch bald verachten. Die Austrittszahlen sagen klar, ihr seid bald nicht mehr da. Wie soll's hier ohne euch werden? Vielleicht der Himmel auf Erden.